Haus setze ich jetzt hier hin. So, das heißt, ich werde mir jetzt diese Lane hier krallen. Die müsste ich bekommen. Und ich könnte mir... Kann man hier nur ein bisschen Plus machen. Das ist schwierig. Hier werden wir gar nichts kriegen. Ich mache das so. Ah, jetzt bin ich leider nicht mehr dran. Ich hoffe, der macht die Lane jetzt nicht fertig, weil dann ist das neutral hier und er kann bei mir hier wüten. Hoffentlich setzt er jetzt hier nichts hin. Alles andere ist okay. Jetzt kann er hier was hinsetzen. Beim dritten ist mir egal, da wäre es mir sogar am liebsten. So, wir nehmen dann mal das hier ein. Nochmal hier zwei. Und ihm vertue ich das hier, damit es schön runtergeht, dass er hier keine Punkte machen kann, weil das ist meine Lane hier. Ja, beziehungsweise die kriege ich ja sowieso. Habe ich hier minus 1? Nee. Doch, ich habe minus 1 hier, scheiße. Aber egal. 39 zu 26, da kann man damit leben. So. Er ist noch dran. Der macht jetzt diese Lane hier fertig, warum auch immer. Wir gehen in die Zielgerade und ich habe einen super Vorsprung, 13 Punkte. Damit kann man leben, beziehungsweise er kriegt jetzt 3 Punkte. 10 Punkte Vorsprung ist aber auch nicht das Schlechteste der Welt. So, ich werde mir jetzt hier etwas gönnen. Das wird meine Lane hier. So, das lassen wir noch kurz. Wir machen das so. Jetzt ist wieder er dran. Also 10 Punkte Vorsprung. Ich sage mal, so ein sicherer Win ist nicht. Das kann noch viel passieren, aber ich werde mich bemühen, dass hier zumindest was weitergeht. Und ich kann so viel sagen, es sieht zumindest gut aus. Aber er bemüht sich hier, mir wieder alles zu Fleiß zu tun, der Scheißer. So. Das will ich eigentlich gar nicht. Das ist blöd. Die zweite. Ich nehme jetzt diese zweite Lane hier einfach ein. Das wird jetzt massenhaft, werde ich hier kassieren. Warte mal, wenn ich das hier mache, kann er die erste Lane nehmen. Das ist scheiße. Machen wir das so. Ich hoffe, der holt sich jetzt nicht diese zwei Punkte da oben, wenn er die erste Lane fertig macht. Das wäre scheiße. Das wäre echt scheiße. Aber ich bin trotzdem noch vorne dann. Das heißt, selbst wenn er die beiden hier nimmt und das hier neutral wird, kann ich hier unten dann nur wüten. Ja, also vorbei ist es noch lange nicht. Diese Lane wird meine mit vielen Punkten. So, da werde ich richtig Punkte kassieren, Leute. Da werde ich so viel Punkte kassieren. Das Problem ist nur, ich habe keine Häuser. Das heißt, ich muss eine Karte weg. Dann nehmen wir die hier weg. So, erste. Jetzt nehme ich... Oh, wisst ihr, wie viele Punkte ich jetzt kassieren werde hier? Oh, ja, das ist eine Menge Punkte. Also den Sieg habe ich so gut wie in der Tasche. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Das ist meine Lane hier. Das ist die Chef-Lane. Da kann er fast nichts mehr reißen. Die 10 Punkte habe ich in der Tasche. Plus die 10 Punkte Vorsprung. Das reicht schon mal, dass ich ihm ordentlich einheiz. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich nehme mal sogar nur 12 Punkte hier. Was ist das hier? Double Expand, was soll das bedeuten? Kann ich nicht sagen, aber das holt er nicht mehr ein, das weiß ich auch. Da hat er keine Chance. So. Ich werde mal da oben jetzt mal Punkte holen. Das möchte ich haben, das gebe ich ihm nicht hier. Das werde ich ihm streitig machen, vielleicht kann ich seine zwei dann nur abkassieren. Aua, das tut weh, dies kann ich gleich vergessen, die Idee. Das wird nix. Da bräuchte ich sensationelle Karten, dass das was wird, aber ja. Wer sagt denn das nichts? So, schauen wir mal nach, was haben wir denn da Feines? Was ist das da? Das sieht nicht schlecht aus. Wisst ihr was? Das nehme ich mal sogar. Wir nehmen hier ein paar gute Karten. So. Aber das werde ich nicht genug hochkriegen, das ist das Problem. Ich kann hier plus 1, plus 2. Das wird nicht reichen, das ist das Problem. Aber wenn ich seine 4 übertrumpfen will, gut, ich brauche 5, dass das was geht. Also plus 1 kriege ich hin, plus 2 kriege ich hin.
schau mal. Ich probier's. So, um 1 bin ich schon mal vorne und hier kann ich noch einen setzen. Das heißt, einen Punkt kriege ich auf jeden Fall noch. Er kann aber unten auch noch was machen. Das ist natürlich scheiße. Das gleicht sich ein bisschen aus. Aber ich kann... Ja, ich kann ihm... Ja, das kann ich... Doch, ich kann das Gebiet hier besetzen. Das heißt, ich nehme mal jetzt mal hier plus 1. Hier noch einen Punkt. Und ich werde ihm das hier besetzen. Und dann kriege ich seine Punkte und er hat verloren. So, das nehme ich ihm nicht mal hier weg. Ich werde das jetzt nur besetzen und dann kriege ich seine 5 Punkte nämlich. Jawohl. So, die 2 Punkte kann er gerne haben. Ich nehme hier 12 mit. So, jetzt habe ich definitiv gewonnen. Jetzt kann nichts mehr passieren. So blöd kann man gar nicht mehr tun bis zum Ziel, Leute. 63 zu 31. Dem Franzosen hier haben wir gezeigt, wo es lang geht. Wer da Babbo ist. Aber es war auch ein hartes Match. Also die KI ist nicht schlecht. Also blöd spielen, Leute, ist hier definitiv nicht drin. Ich muss aber so sagen, wenigstens habe ich gescheite Karten. Weil mit diesem Block Blödsinn, mit dem komme ich überhaupt nicht zusammen. Das bringt mir gar nichts. Kriegen wir irgendwas? Nö. Kriegen wir nicht, aber ich kann ihm hier ein bisschen sekieren. Ich nehme mal einen Punkt hier. One point for me. Ich glaube, selbst wenn ich hier nur mehr Bullshit mache, müsste ich das gewinnen. Aber wie gesagt, ich mache keinen Bullshit. Ich habe einen schönen Vorsprung. Der Sieg ist zu 99% sicher, Leute. Da kann jetzt fast nichts mehr passieren. Der baut da hinten die Häuser hinter der Ziellinie. Das ist natürlich auch interessant. Das hat Sinn. So, hier gibt es eben Superbonus. Das ist natürlich schon eine Sache. Ich muss jetzt hier noch eine Waste. Das ist nichts. Das brauche ich nicht. So, wir nehmen hier noch etwas Waste. Kann ich hier... Kann ich ein Gebäude hinmachen oder so? Gut, das habe ich jetzt gewastet. Das bringt es ja natürlich nicht. Aber wissen wir, was das ist. So, hier wieder 4 Punkte kriegen. Ich kriege diese Lane hier. Ich denke, da wird nichts mehr passieren, weil ich kann ja noch hier was machen. So, genau. Seht ihr, das ist überhaupt kein Ding. Was ist das hier? Plus 2. Wisst ihr was? Dann nehme ich doch hier das hier. Und diese Lane ist meine. Jetzt muss ich aber schon 6 Punkte kriegen, sonst geht die Lane gar nicht auf. Was macht er da? Achso, nee, ich bin ja dran. Gut, die 4 Punkte nehmen wir auf jeden Fall. Ich werde das jetzt hier besetzen, dass er nichts mehr machen kann. Die 4 Punkte habe ich. Er hat hier die 5. Da werde ich ihm nichts streitig machen können, schätze ich mal. Aber die 5, die soll er sich wohin schieben? Wir schaffen das so oder so. 100% haben wir gewonnen. Wie gesagt, da muss ich jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. So viele Punkte kann der gar nicht kriegen, ey. Also das haben wir echt nice gemacht, muss ich sagen, ey. Ich habe Schiss vor ihm gehabt, wirklich Schiss, aber der ist schlechter, als ich dachte. Oder ich spiele besser, jetzt kann man jetzt sehen, wie man will. Ich werde versuchen, hier anzugreifen. So, da kann ich jetzt 3 negative Punkte ver... Hä? Ja, das geht runter, das geht rauf, okay. Okay, dann machen wir das so. Jetzt nehmen wir mal die Lane wirklich nur mit hier. Jetzt haben wir die 6 Punkte und sie gehört mir nochmal 6 Punkte. Der hat immer mehr die Arschkarte, Leute. Immer mehr die Arschkarte kriegt er. Das ist meins hier. Wenn er jetzt hier was draufsetzt, kann er sich das aber nehmen, diese plus 2. Das war jetzt etwas unklug. Ja, und das macht er auch. Scheiße. Jetzt kann er hier ein Haus hinsetzen, wenn er möchte. Weil das wird jetzt neutral. Das letzte ist anscheinend immer neutral. Genau. Langsam habe ich den Dreh ein bisschen raus. Der kann auch noch zweimal. So, jetzt wird er hier was hinsetzen, wahrscheinlich die Ratte. Ja. Gut, aber er kann es trotzdem nicht mehr gewinnen. Also keine Chance. Keine Chance hat der Sack. So. Das ist jetzt blöd. Dann machen wir es anders. Ich setze mal hier ein Haus hin. Hier ein Haus hin. Und... dann geben wir die beiden hoch. Haus brauche ich nicht mehr, das nehmen wir weg. Aus der Reihe sozusagen. Jetzt habe ich hier 4, da werde ich zum Schluss nochmal schön abkassieren. Ja, die kannst du gern hier hochbringen. Das sind übrigens meine, sehe ich gerade. Geil.
Da kann er nichts mehr machen, ey. Offensichtlich ist es ihm eh schon zu blöde. So. Und die Reihe gehört mir, gewonnen. Da schaust du. Du Pfurzer. Und ich hätte sogar noch Karten gekriegt. Was ist denn hier? Mal gucken. Ah, da sieht man, wer wann spielt. Okay, gut. So, du Froggy. Ich hab dich geschlagen. Und wir kriegen eine neue Karte, sehe ich gerade. Die muss ich mal anschauen. Vielleicht können wir die ins Deck geben. So, jetzt haben wir so eine fette Karte wieder angeschaut. Play 2 gegen 2. Das ist extrem Schwierigkeitsstufe. Das ist auch extrem. Nur Play-Label-Charakter. Gut, schauen wir mal, ob ich hier... Wie kann man die Karten hier... hier oben, okay. Kann ich die jetzt schon nehmen, hier die Karten? Nö. Oder? Kann ich mir ein Deck bauen? Irgendwie geht das nicht. Ich kann die nur anschauen hier. Das ist blöd. Ich wollte mir gerne ein schönes Deck bauen. Ja, hier geht's wieder nicht. Jo, es geht leider nicht. So Leute, wir werden jedenfalls einen wunderschönen Cut machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Concrete. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.